Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Wir haben unsere erste Klinik gebaut und sind im Prinzip aber noch dabei, danach zu schauen, ob wir hier unsere Leute weiter aufstocken. Ich sehe gerade, wir haben... Oh! Wir haben viel zu viel Einwohner in Bezug auf freie Wohnungen. Kann ich die schon? Habe ich die schon auf dreistöckig aufgestockt? Dreistöckig aufgestockt? Ich guck mal. Wir schauen mal. Wohnungsblock. Oh, ja, das geht. So. Also was? Nur den. Na. Oh. Wir haben, glaube ich, nicht mehr genügend Materialien. Kann das sein? Kann nicht so hoch gebaut werden. Egal. Irgendwie bin ich da jetzt am Limit angekommen. Woran scheitert es denn da im Augenblick? Holz kann es eigentlich nicht sein. Oder sind andere Dinge, die da jetzt dagegen sprechen? So. So, unser Vogel sieht aber einigermaßen in der Waage aus. Wie sieht es hier mit Schräglage oder so aus? Ist auch nicht gegeben, soweit ich das erkennen kann. Macht jedenfalls einen ganz gesunden Eindruck. Moment. Ja, jetzt ist die Frage. Da haben wir noch eine unbekannte Siedlung. Waren wir das schon bestimmt, ne? Oder? Guck mal eben. Falls nicht, müssen wir da noch die Leutchen mitnehmen, so ein paar. 81 kriegen wir jetzt unter. Wenn wir drei mitnehmen, dann würde das so gerade reichen. Okay. Eine Siedlung. Wir rekrutieren mal. Blablabla. Oha. Wir suchen Übersiedler in unserem Rat. Einige sind ängstlich, doch alle wollen sicher gehen, dass ihr neues Leben angenehmer sein werden. Im Prinzip immer das Gleiche. Denn selbst in ihrer Skepsis sahen sie immer den Hoffnungsschimmer, dass wir womöglich ein neues goldenes Zeitalter einläuten könnten. Aus Geschichten der alten Siedler von Mulab, den zweiten Chronisten. So, wir haben hier zumindest zwei, die unbedingt mitkommen wollen. Abenteuerliche Seele, bla bla bla, begeistert. Du bist dabei, Umno. Was ist hier mit Chukai Faun? Der will auch unbedingt mitkommen. Auch du seist willkommen. Der ist interessiert aber misstrauisch und wenige Sehnsüchte erfüllt werden. Wir widmen uns anderen Angelegenheiten und kehren nach Hause zurück. Okay. Ein paar Männchen haben wir dazu bekommen. So, jetzt ist erstmal die Frage. Wenn ich... Muss eigentlich genau Ressourcen sein. Ah, wir brauchen zwei pro Bauernhof. Neun. Ja, Moment.
Ich sollte wenigstens zwei Bauernhöfe gebaut bekommen. Das ist jetzt die neue Herausforderung. Einen Moment. Weg. Ja, ich würde Weg ganz gerne abreißen, wenn das erlaubt ist. Manchmal geht's direkt, manchmal geht's nicht. Hier geht's jetzt. Okay, abreißen. Jo, weg damit. Weg damit. Und weg damit. Dann würde ich hier Ressource, Bauernhof, gerne einen Bauernhof dazusetzen. Warum konnte ich... Naja, wir konnten ja dieses eine Gebäude da nicht mehr hochziehen. Dann, ne? Muss ich mal schauen. Okay. Hier der gleiche Vorgang. Abreißen. Abreißen und abreißen. So. Zack, um. Und wir brauchen einen weiteren Bauernhof. Dann kann ein bisschen Weg nicht schaden. Ah, nee, Moment. Oh, ich dumm. Natürlich. Klar. Was auch sonst. Nein. Nein, ja klar, weg damit. So, ja. Das kann ich erst später machen. Hier muss ja noch ein weiterer Bauernhof hin. Aber nicht aktuell jetzt. Dafür habe ich nicht genügend Leute frei. Deshalb sind nämlich nur noch 5 Untätige. Und die brauche ich für die Flieger. Die muss ich vorrätig halten für die Flieger. So, ich guck mal ganz kurz. Wir sind hier, sind wir dreistöckig, ne? Und irgend... Ach, hier war das. Moment mal. Die Kamera war doch schon ein bisschen entschleunigt. Da hab ich das, das und das. Das, das. Das ging hier nicht, ne? Aus irgendwelchen Gründen. Guck nochmal. Wohnblock. Okay. Schauen wir mal. Das sieht ganz gut aus. Müssen wir mal ganz kurz schauen. So ein Wohnblock, was braucht er nochmal? Der braucht 2 Holz. Und benötigt natürlich Auftrieb. Ja, da ist aber noch ein bisschen was Reserve gegeben. So. Okay, also wir haben Wohnraum, wir haben ein bisschen was für die Gesundheit der Leute getan. Wir sind dabei, die Bauernhöfe auszubauen. Wir können demnächst, sobald das hier fertig ist, dann auch unsere Speicherkapazität bezüglich Wasser erhöhen. Wo müssen wir lang? Oder, beziehungsweise, ja, was heißt, wo müssen wir lang? Was steht so an? Wir haben mal so ein paar Sachen uns angeguckt. Hier waren wir hier, komplett. Wir haben nur die eine Ansiedlung entdeckt. Mehr war erstmal nicht. Das heißt, der Bereich hier ist für uns noch komplett unbekannt. Hier war dann hier, da, hier ist mal die Brücke, genau. Dann, da wir sowieso in diese Richtung müssen und so weiter und so fort, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir uns hier so ein bisschen umgucken, ob hier noch irgendwas Wichtiges mitzunehmen ist. Sei es hier für die Bibliothek, sei es was auch immer, ne? Oder wenn hier nichts zu finden ist, dann halt, ne, wäre der nächste Weg dann hier nach diesem, in dieses Gebiet. So, so, Moment. Richtung stimmt, mehr oder weniger. Huch. Ja. Hallo? Jetzt möchte immer etwas gebeten werden. Unser Königreich der Lüfte.
So, was kann ich denn hier mitnehmen? Konnte da gerade irgendwas anklicken? Das ist Eisen. Da brauchen wir nicht so viel von. Wurde doch gerade ganz kurz was hervorgehoben. Anscheinend nicht. So, das ist schon wieder Ende Gelände. Gar nicht wahr. So, da geht das dann weiter. Und ein unbekanntes Königreich. Oha. Oha, das wären wir fast durchgegangen. Das geht ja gar nicht. Das kam jetzt überraschend. Sein, ganz wenig Dickicht. Da haben wir ein bisschen Wasser, war schon mal nicht verkehrt. Kriegen wir Wasser nachgetankt. Kommen hier auch so langsam hier mit der. Ja, sind noch 7 Stunden. Mhm. So, das sieht ja nett aus. Luca Ausguck. Okay. Unter einer kleinen Hochebene breiten sich Häuser aus, über denen das Podium eines Königs thront. Als wir erstmals dort ankamen, war der Junker aus Guck noch klein und hatte keinen Namen. Heute ist das gänzlich anders. Auszug aus Königreiche unserer Zeit von Muluab, den zweiten Chronisten. Wir gehen zum König, klar. Wir gehen zum König, der lediglich Zeit für ein kurzes Gespräch entbehrt. Er glaubt an unsere Prophezeiung und erzählt eine Legende, in der es heißt, das Königreich der Lüfte würde jeden in Not helfen. So, wir tun unser Möglichstes, ne? Die Witterung hier ist unbeständig. Und so müssen seine Bauern zu den fernen Himmeln blicken, um den rechten Zeitpunkt zum Anbau zu finden. Ja, ist halt so. Doch mit jedem Jahr werden die Wolken dichter. Sie müssen die Sterne betrachten, auch durch die Dunstschleier hindurch. Aha, okay. Ausguck, ich verstehe. Sie haben einen Bauplan der Alten für eine Sternwarte, die vor langer Zeit in der Einöde stand. Doch ihnen fehlen Wissen und Ressourcen, sie wieder herzubauen, wieder aufzubauen. Wenn wir seinem Volk helfen würden, würde der König sie von unserer Sache überzeugen. Der König saß mit einem kleinen Gefolge auf ein Podest im Freien. Zwar schien die Sonne selten, doch seine Augen funkelten, als schimmerten sie im Tageslicht. Aus Geschichten unserer Reisen von Muluab, den zweiten Chronisten, funkelnde Augen, trotz fehlendem Tageslicht oder nicht so hellem Tageslicht. Wer weiß, was der sich so reingepfiffen hat. Ja. Baue die alte Sternwarte. Wir entbehren die nötigen Materialien und Arbeiter. Was brauchen die? 15 Holz, 5-mal Lehm, 5-mal Metall, wenn ich das richtig sehe. Und wir brauchen, und dann brauchen sie 2 Leute für 2 Stunden. Das sollte zu schaffen sein. Ich mach mal hier, vielleicht mal hier direkt den dreifachen Salto wieder. Das dauert ja dann immer so ein bisschen. So, da kommen unsere Leute da angedüst. Und hi, gib ihn. Auf geht's. Damit die hier ihren Ausguck wiederbekommen, ihre Sternwarte. Und entsprechend dann die Bauern ihre Aussaat zu den gegebenen Zeiten. Oh, da wird sie hochgezogen.
ihre Aussaat dann ausbringen können. Oder so. Das ist Unsinn. Ja, Mann, das wäre mir hier fast durchgegangen hier. Also, ja. Das ist ja großartig. Was ist hier Wichtiges? Was könnte man mitnehmen? Anderes Königreich vielleicht? Anders? Wäre das eine Möglichkeit gewesen? So, wir sind fast fertig. Die letzten abschließenden Arbeiten werden durchgeführt und zack, bumm. Jawohl. Da ist das Teil fertig. Wir stellen den Bau fertig und blicken von den Himmeln tief hinab. Einige der Einheimischen, die uns geholfen haben, wollen uns begleiten. Wir nehmen sie dankbar auf. Aha, aha, aha. Der König ist davon überzeugt, dass er dieses Wissen teilen muss. Er schickt 3 Naturphilosophen zu uns. Okay. Wir müssen diese Philosophen in andere Königreiche der Hochlande bringen. Ja? Als neues Königreich der Lüfte ist es unsere Pflicht, diese Erkenntnis mit allen zu teilen. Der König hat recht und für seine Treue müssen wir diese Pflicht nachkommen. Der König stand ohne sein Gefolge, ein Zeichen des tiefen Vertrauens. Er schaut auf unsere Gabe und lächelt breit. Aus Geschichten unserer Reisen von Mulua, dem zweiten Chronisten. Wir werden die Philosophen in alle Königreiche des Hochlande bringen. Wie? Werden wir das? Wir suchen nach Technologien. Oh. Durch die Frage habe ich noch genügend Ressourcen dafür, also sprich, ne, hier Gedingse. Ein Vertikalrotor erzeugt Auftrieb, um uns in der Luft zu halten. Moderate Kosten, hoher Treibstoff, keine Arbeiter, moderater Auftrieb, liefert 25, immerhin, für 4. Den könnte man sich leisten, der braucht 10-mal Holz und 5-mal Lehmziegeln. Und dann haben wir noch einen Wasserkondensator. Oh. Sammelt alle 4 Stunden 2 Liter Wasser aus der Feuchtigkeit in der Luft, die im Anschluss von Arbeitern in ein Lager gebracht werden müssen. Benötigt 2 Auftrieb, Baukosten 10-mal Holz, 10-mal Glas. Kriegen wir hin. 2 Leute für den Betrieb. Kaufen für 10. Ja, den später und da würde ich sagen, den holen wir uns schon mal. Dann müsste ich noch nach entsprechenden Relikten Ausschau halten. So, wir haben 32 Leute jetzt hier rum existieren. 5 Untätige. Das andere waren ja diese komischen Naturphilosophen. Ich weiß nur nicht, wo ich Hochlande. Ja gut, wir sind jetzt in den Hochlanden. Wenn ich nicht ganz falsch liege, müssten das hier die Hochlande sein. Das heißt, ich müsste jetzt hier erstmal wieder hier hin, weil wir ja alle... sind das hier wirklich die Hochlande? Nicht, dass ich mich hier... Nee, das müssten... Also hier hin und auch dahin, damit die Naturphilosophen da abgeliefert werden können. Oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Müsste noch normalerweise so sein. Das heißt, ich müsste wieder zurück. Ich sehe, es sieht aber nicht gut aus. Das ist einfach nur die Karte zu Ende. Kann natürlich auch sein. Gut, das heißt, ich würde mich dann hier über den Weg zurück zu den anderen Königreichen begeben. Ich hoffe, ich habe das so richtig verstanden. Ich glaube, das ist wirklich die Karte zu Ende. Und Moment mal, da ist doch hier schon direkt so eine Ruine. Bleiben wir schon hier in der Nähe. So. 3 Relikte. Dann sollte das doch reichen, um uns da noch die andere Technologie auch noch an
aneignen zu können. Mein ich. 5, ja, das reicht auf jeden Fall. Ja, wir werden die da alle hinbringen. Jetzt mal hier nicht und so. Dann nehmen wir noch den Vertikal Dingensbummens mit. Und machen uns dann halt auf den Weg. So, wie sieht es denn überhaupt aus? Wir brauchen dringend Nahrung. Wasser wäre auch nicht schlecht. Ich meine, ich hätte hier irgendwo eine Oase gesehen. Dann düsen wir erstmal hier hin. Und decken uns mit dem nötigen Wasser ein. Überraschend. Okay. Ja. Ich habe da nichts gegen. Wahrscheinlich wurden die einen abgezogen, weil die mit dem Bauen dazu beschäftigt waren. Das könnte ich mir vorstellen, dass es das war. Bin aber nicht hundertprozentig sicher. So, wir haben aktuell 94 Einheiten Nahrung. Minus 0,6. Warte mal. Ja. Okay. Das alte Problem. So. Ich würde sagen, hier mit dem Auftanken, das nehmen wir noch eben mit. Bin ein bisschen über die Zeit. Klein wenig. Mal hier doppelte Geschwindigkeit oder dreifache Geschwindigkeit vielleicht. Und dann gucken wir mal, was da geht. Wasserturm verbessert. Technologiebaum öffnen. Moment, jetzt muss ich trotzdem pausieren. Was hatte ich gesagt? Ich wollte ganz gerne. Genau, 50% weniger Wasser pro Haushalt. Dauert natürlich jetzt 64 Stunden, dann müssen wir durch, hilft nichts. Das würde ich auf jeden Fall ganz gerne mitnehmen. Und wie weit sind wir hier? Läuft ganz gut. Und 55. Oh, da geht noch was. Da geht noch was. 63 sieht schon nicht verkehrt aus. Ja, ich würde sagen, ich mache hier schon mal die Verabschiedung. Ich tanke hier nur noch auf, mehr mache ich jetzt hier nicht. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für eure Begleitung. Na, vielen lieben Dank natürlich auch für deine Unterstützung, für deine Begleitung. Brauche ich hier sehr, hilft mir sehr. Ich hoffe, wir sehen uns alle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.